Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe überlegt, ob ich heute einen Vlog machen soll oder nicht. Ich hoffe, ihr seid bereit für eine Halloween-Show. Ja, ich lüfte das Geheimnis. Und zwar bin ich heute Morgen so aufgewacht, nachdem es gestern Abend angefangen hat zu jucken. Jetzt nicht erschrecken. Ja. So habe ich heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, oh mein Gott, was ist das? Ja, ist total geschwollen, das juckt und ist voll heiß und ja, ich habe keinen Kamillentee da, sonst hätte ich mir einen Kamillenbeutel dran gehalten, hatte meine Mama empfohlen. Ja, der Roy ist heute zu Hause, der hat heute und morgen frei, der hat jeden Monat so ein verlängertes Wochenende, habe ich total vergessen. Es ist jetzt schon 11:30 Uhr. Ich werde die Kinder von der Schule heute abholen, weil wir müssen noch was erledigen. Das Abholen unterwegs. Also Sena muss was abholen unterwegs. Sie hat nämlich ein Geschenk bestellt für jemanden und das muss sie heute bezahlen, abholen. Und das war ein Schmetterling. Das sah aus wie eine Fledermaus. Ja, ich sehe auf jeden Fall voll lustig aus. Roy macht der Kleinen einen frischen Tee. Lange hier unten. Hallo, was macht ihr so lange hier unten? Ja, ach, der Papa macht die Flaschen sauber. Schatz, wie hast du gesagt, sehe ich aus? Ich habe den Namen vergessen. Karl Dall. Karl Dall. Karl Dall. Doppel-Öl. Jetzt. Oh. Hat vorhin mit einem Teebeutel gespielt, bestimmt. Eine halbe Stunde. Geh raus und rein. Okay? Hast du wieder die Schlüssel rausgeholt? Oh, mein Schlüssel. Ein Kroll. Ja, eigentlich wollten wir heute was unternehmen. Aber egal, wo man hin möchte. Wir wollten zum Beispiel in den Zoo nach Stuttgart. In die Wilhelma, aber. Man muss ja jetzt die Tests selber bezahlen und ohne Test kommt man ja nicht rein. Wenn wir jetzt für jeden einen Test noch bezahlen, Eintritt, Essen, dann sind wir pleite. Deswegen, ja, es ist halt blöd. Wir warten jetzt erstmal ab, bis ich voll geimpft bin. Und ich glaube, die Kinder brauchen keinen Test, wenn sie, weil sie werden ja sowieso in der Schule getestet, zweimal die Woche. Was liegt denn da? Liegt da eine Suppe? Da liegt eine Suppe. Mausi, eine Suppe. Hier. Die Sonne scheint heute voll schön. Wir wollen heute vielleicht den Garten machen. Nämlich heute und morgen. Auf jeden Fall muss das gemacht werden. Also die ganzen Möbel nach hinten, den Pool abbauen vielleicht, Rasen mähen und so, damit das ordentlich aussieht für den Winter. Ja. In einer Stunde muss ich losfahren. Ja. Ja. Muss der Papa hin? Ist er weg? Ja, ich glaube, der guckt nach der Post. Jetzt hatten wir eine Nachricht von DHL, dass Lukas seine Stutzen geliefert wurden, abgegeben wurden, aber da waren keine Karton drin. Ich habe Halloween-Sachen bestellt und die Stutzen sollten in dem Karton mit drin sein. So Aufkleber, verschiedene Aufkleber bestellt für Halloween. Werden wir dann am Sonntag schmücken müssen. Einmal so und einmal so. Genau. Und die anderen Sachen hole ich dann auch noch raus. Die Spinne werde ich vielleicht noch im Eingang machen. Ich weiß noch gar nicht. Werde ich dann diese Woche noch machen. Da freue ich mich schon drauf. Was ist da? Staubsauger. Staubsauger ist da. Der redet immer, gell? Ja, der redet immer. Findest du lustig, gell? Ja. So, der Papa räumt jetzt die Küche auf und wir fahren, gell? Mausilein. Ja. So, ich stehe jetzt vor der Schule, die Kleine ist eingeschlafen. Und was ich noch zur Verlosung sagen wollte, ihr müsst natürlich ein Abonnent meines Kanals. Oh, ich ziehe meine Brille an, es sieht so schrecklich aus.
Ihr müsst natürlich ein Abonnent meines Kanals sein, um bei der Verlosung von der tollen Decke mitmachen zu dürfen. Genau, ich kontrolliere das auch, weil sonst wäre das unfair gegenüber den anderen. Jetzt bin ich bei der Post, was erledigen. Ja, jetzt reagiere. Gehen wir gleich zum DM-Tee holen, Kamillentee für Mama. So. Ach hier, gleich. Kamille. Ja, mal gucken, ob die Schwellung dann weggeht, mein Auge. Wenn nicht, dann muss ich zur Apotheke, ne? Oh, was ist denn das neue? Wimpern. Oh, hier gibt es ja ganz viele Adventskalender, guck mal. Guck mal, ob es für Leonie sie noch gibt. Ach hier. Welche Freunde? Na, ich muss Papa fragen, ob wir sowas holen. 25 Euro ist schon viel, ne? Ich wollte mal bei Catrice rausgucken. Und zwar so eine Contouring-Dingsbums-Palette. Gibt es die von Catrice? Oh, die Highlighter sind ja mega schön. Guckt euch mal das an, wie das schimmert. Wie schön. Ah, du willst das haben? Ja. Das sind Lidschatten. Ich sehe keine. Wir sind wieder im Auto. Wir haben Fäden. Ein Dülo. Machst du den Parkzettel da vorne hin? Oh mein Gott, wie es hier abgeht. Wie schnell alle auspacken. Hallo. Was? Achso, du willst Dings filmen. Genau, warte. Leonie kriegt ein Gläschen und kriegt aber auch das Döner von uns ab. Ich habe mir meinen Döner mit Pommes genommen. Lukas auch. Und für Selina und Roy hat es nicht mehr gereicht. Die Pommes, da sind noch ein paar. Willst du eine Pommes? Bitte. Aber nur eine. Eine Pommes? Ja. Wow. Aber keine. Ich sehe immer schlimmer aus. Wow. Mhm. Aber ich mache mir Kamillentee erst abends, weil sonst bin ich ja dann da auf der Couch mit dem Lappen. Ich bin nass, gell, Mausilein? Machen wir später. Ja, wir haben wieder tolle Rechnungen bekommen. So ein Freitag wie immer. Und Lukas, seine Stutzen sind da. Die waren im Briefkasten, so einen fetten Briefumschlag noch drin. Zusätzlich. Hm. Lukas hat gesagt, ich sehe aus wie Klitschko. Bambini. Neu seine Gesundheit. Kontaktlinsen angekommen. Oh süß, sag auch Gesundheit. So, wir gehen in seine Runde spazieren. Das sieht noch schlimmer aus. Zum Kick und holen jetzt so einen Kalender, so einen Familienplaner für nächstes Jahr. Weil, ja, wir haben jetzt mehrere Termine, die wir eintragen müssen, bevor irgendwas verloren geht. Laufen wir jetzt, ne? Spazieren. Dann ist schon fertig. Hier sind unsere alten Bettdecken, also zwei Stück und zwei behalten wir für Gäste. Die werde ich jetzt waschen. Die Mütze. Ich will gleich wieder runterziehen. Ich brauche nur Schuhe. Ja, im Kinderwagen will sie nicht mehr. Oh, schon wieder Bumba. Aber lass die großen grauen Haufen in Ruhe. Komm, Baby. Leonie, komm. Sie läuft immer in die andere Richtung. Ein kleiner Zwerg. In der Hose hat sie voll die O-Beine, gell? Oh, süß. Wir sind gerade noch im Ted Dogs, weil beim Kick war alles ausverkauft am Kalender. Und guck mir gerade die Stoffe an, die sind so schön. Wenn ich jetzt nähen könnte, würde ich voll die schönen Klamotten nähen. Weihnachtliche hier. Richtig schick. Und das ist süß hier. Ja. Hier auf der Seite geht's weiter. Schön. Richtig angenehmer Stoff. Da so weihnachtlich. Süß. Thank you.
voll schön, die Stoffe. Türstopper. Oh, mein Akku blinkt. Ja, hoffentlich gibt es hier an der Kasse, dachte ich mir. Da gibt es vielleicht Kalender. Wir können auch hier durch. Ich möchte die ganze Runde laufen. Freu möchte wieder lustig sein. Ich hasse das. Ah! Hör auf, sonst mach ich dir die in den Schlüpfer rein. Scheiße, nicht getroffen. Hör auf. Wehe. So, wir sind wieder zu Hause. Ich habe mir jetzt diesen Kamillentee hier gemacht zum Dranhalten. Ich habe eine Pizza reingemacht. Und Kalender gab es leider nirgendwo. Alles ausverkauft, überall. Naja, vielleicht mal früher dran gewesen. Ihr Lieben, oh, das ist mir so unangenehm. Ich will mich von euch verabschieden. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen blocke. Wenn es gar nicht geht, dann sage ich euch bei Instagram Bescheid. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann, wenn ein Video kommt, morgen um 11 Uhr wieder. Tschüss.